Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder jede Menge Schnipsel mitgebracht. Das heißt Anrufe, die quasi übrig geblieben sind, weil so viele Anrufe wie hier reinkommen, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Gesprächsabbrüche und einfach nur ganz kurze Gespräche, die sich eigentlich schon, naja, nach ein paar Sekunden erledigen. Weil die Sympathie nicht passt oder wie auch immer. Oder weil der Betrüger auf der anderen Seite merkt, woran er hier auf unserer Leitung ist. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß. Im Übrigen, heute auf jeden Fall dranbleiben, denn wir haben hier auch ein Gewinnspiel mit dabei. Ja, hallo. Guten Tag, das ist Chris am Apparat von StocksDC und das Bitcoin-Handelssystem. Ich sehe, da Sie haben sich bei uns registriert. Bei Ihnen auf der Webseite hier dann scheinbar, ja. Und da rufen Sie dann gleich an, oder wie? Ja, ich bin ja Kontomanager und ich werde Ihnen bei der Aktivierung helfen. Sagen Sie mir zuerst, sprechen Sie Englisch oder nur Deutsch? I speak only German. You speak only German? Ja. Okay, so in diesem Fall, ich werde versuchen Deutsch zu sprechen, aber mein Deutsch ist nicht gut. Ja, merke ich schon, wie Kakerlake. Okay. Und haben Sie Erfahrung im Handeln oder noch nicht? Ja, ja. Ich habe gerade auf eBay ganz viel drin. Okay. Und wie viel möchten Sie investieren? Weiß ich nicht. Wie viel muss man denn investieren? Ich dachte so 50 Euro oder so. Der Mindestbetrag ist 250 Euro. Und dann alles läuft automatisch. Warum so viel? Sie müssen... Na? Warum so viel? Das ist der Mindestbetrag. Ja, warum? Für die Handel. Hab ja gefragt, warum? Weil wir handeln mit alle die großen Kryptowährungen. Ja, aber das Euro ja... ist sehr wenig. Nö, warum? Also, Kryptowährung kann ich auch mit einem Euro kaufen. Okay, so, Herr Lugner, haben Sie bestimmte Ziele? Wie viel möchten Sie verdienen mit 50 Euro? Weiß ich noch nicht. Mal sehen. Das wird sich ja dann ergeben. Okay, so, ich würde dir raten, nur mit dem Mindestbetrag zu starten, 250 Euro. Ist das okay mit Ihnen? Na und warum haben Sie da jetzt den Mindestbetrag? Das haben Sie noch nicht erklärt. Kann ich das im Englisch sagen? Ach, das können Sie nicht sagen. Ja. Im Englisch, kann ich das sagen? Nee, wir sind ja jetzt hier in Deutsch. Dann wollen wir das auch auf Deutsch haben. Herr Lugna, das ist der Mindestbetrag. Ja, aber warum? Okay. Warum das ist der Mindestbetrag? Ja. Sie können mit weniger nicht starten. Ja, aber warum? Ultra seriös. Also besser geht's ja gar nicht, ne? Man wird hier von jemandem angerufen, der gleich von vornherein fragt, ob man denn nicht Englisch sprechen könnte. Also, da weiß ich eigentlich gar nicht, was man dazu sagen soll. Ich meine, letztendlich ruft hier eine Firma an, die will mir was verkaufen. Und da geht es ja um Geldgeschäfte. Und dann fragen die mich ernsthaft, ob ich Englisch sprechen könnte. Hä? Also da verstehe ich den Sinn gar nicht des Anrufs. Und wenn man dann Fragen stellt, naja, dann, wie gewohnt, nichts anderes zu erwarten, wird dann einfach aufgelegt. Naja, machen wir mal weiter. Hallo? Hallo, wunderschönen guten Tag, der kleine Apparat, sprich bitte mit dem Gerold Steiner. Grüße, Herr Steiner, schön, dass ich Sie am Apparat habe. Wir melden uns vom GCD Deutschland, Sie haben vor ein paar Tagen an der Umfrage Reisegutschein teilgenommen, ja? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Also ich habe hier den Gerold Steiner und hier steht, dass Sie an der Umfrage Reisegutschein teilgenommen haben und durch die Umfrage haben Sie einen Sofortgewinn erzielt, der versprochene 100 Euro Urlaubsgutschein. Und in den nächsten 2 bis 3 Minuten werde ich Ihnen kurz schnell erklären, wie der 100 Euro Urlaubsgutschein funktioniert. Also Sie hatten ja bei der Umfrage teilgenommen und mitgemacht und dafür bekommen Sie als Dankeschön den 100 Euro Reisegutschein. Diesen können Sie innerhalb von 18 Monaten einlösen. Gerne auch an Familie oder Freunde übertragen. Sie müssen also auch nicht gleich etwas buchen, der Herr, denn der Reisegutschein können Sie ganz Deutschland und europaweit nutzen. Zum Beispiel an der Karibik oder am Strand, auch auf den Bergen, wie Sie es gerne möchten. Damit er auch bei Ihnen ankommt, habe ich hier den Braunschweiger Straße 77 12055 in Berlin. Ist das korrekt, bitte, ja?
Wunderbar. Zum Schluss sehe ich hier, dass Sie aber in der Umfrage auch angegeben hatten, dass Sie Interesse an Gewinnchancen haben. Das ist die GCD, ist eine professionelle Gewinnspielservice und kreieren reale Gewinnchancen für Sie und Sie melden sich halt jeden Monat bei den besten 200 Gewinnspielen in Deutschland an und zwar mit unseren E-Mails-Adressen und Nummern. Dann gibt es jeden Tag die Sofortmillion, das ist wie 6 aus 49, aber täglich um 1 Million. Mit Ihren 7 persönlichen Glücksern dann einmal im Monat 1.000 Euro Cash, Herr Steiner. Das Beste dabei ist, Sie bekommen eine Rabattkarte, also das ist die Bonus-Club-Card und mit der Karte bekommen Sie bis zu 25% auf Ihren jeden Einkauf bei mehr als 1.000 Partner von uns. Das heißt, die Karte können Sie auch 6 Monate lang benutzen. Für 1,59 Euro wichtig ist, Sie bekommen keine sinnlose Punkte oder Smileys. Nein, Sie bekommen bis zu 25% Cash direkt auf Ihr Konto nach dem Einkauf überwiesen, Herr Steiner. Haben Sie das bitte alles verstanden? Na, ich habe an einer Umfrage teilgenommen und dafür kriege ich einen Gutschein. Richtig. Und hinten dran hängen Sie dann ganz unauffällig noch eine Kaltakquise, die in Deutschland verboten ist. Wie bitte? Ich sage, und ganz hinten dran hängen Sie denn noch eine Kaltakquise, die in Deutschland unter Strafe steht? Nee, wer hat das denn gesagt? Wer hat das denn jetzt wieder gesagt? Na, Sie. Nee, Sie bekommen ja die Karte, aber den Gewinn und den Gutschein, das ist ja gratis. Dafür zahlen Sie ja gar nicht. Ja, aber dann dürfen Sie nicht noch zusätzlich ein Angebot unterbreiten, weil Sie haben kein Double Opt-in dafür. Wie bitte? Nicht wie bitte, genauso wie ich es gesagt habe. Sie haben keinen Double Opt-in. Ja, ich habe das akustisch nicht verstanden. Ja, Sie haben keinen Double Opt-in. Sie dürfen gar nicht bei mir irgendein Angebot am Telefon unterbreiten. Aha, und da haben Sie dann nichts weiter dazu zu sagen, oder was? Und jetzt tun wir so, als hätten wir telefonische Probleme, oder was? Ja, da hat er einfach nicht mehr gesprochen und dann war das Gespräch irgendwann weg, also wird er aufgelegt haben. Ja, das sagt ja auf jeden Fall, dass er darüber Bescheid weiß, dass er illegal anruft und dass das nichts anderes ist als Betrug, was er hier am Telefon durchführt. Tja, denn sonst hätte er sich ja rechtfertigen können und er hätte mir vielleicht auch erzählen können, wo er das Double Opt-in her hat, dass er mich überhaupt anrufen darf. Naja, aber dass die Gutscheine hier, von denen er hier spricht, nichts wert sind, das ist uns allen klar. Die Gutscheine, also es gibt verschiedene Varianten. Grundsätzlich ist man da sowieso an irgendeine Plattform gebunden, wo man das einlösen kann. Naja, und dass die Preise, der Gutschein bedeutet ja nur, dass man eine Reise günstiger bekommt. Der Gutschein kann aber nur auf bestimmten Seiten eingelöst werden. Naja, und dass man mit dem Gutschein nicht wirklich was abzieht und dadurch günstiger wird, das ist klar. Denn die Preise sind ohnehin einfach schon so berechnet, dass wenn man den Gutschein gegenpackt, dass da nichts bei rauskommt, als hätte es sowieso woanders gekostet. Und dann gibt es noch die Variante Gutscheine, wo man dann an irgendwelche Sachen im Hotel gebunden ist, dass man das ganze Essen dort verzehren muss und so weiter. Ja, oder irgendwelche Tagesreisen machen muss. Naja, und es ist nichts anderes als Betrug. Kennt man ja nicht anders von diesen Kaffeefahrten, die man auch so hat. Das ist so ein ähnliches Prinzip. Da wird man eigentlich nur zum Geld ausgeben genötigt hinterher. Das heißt, man hat sich irgendwo angemeldet bei einem Gewinnspiel, man denkt, man gewinnt was, man gewinnt da aber nichts. Das geht hier nur darum, dass man irgendwas verscheuern kann. Ja, einfach nur ekelhaft. Ich finde es einfach wahnsinnig, wie hier mit den Leuten umgegangen wird. Und das kann, dadurch, dass der hier tatsächlich ja auch halbwegs Deutsch spricht und vernünftig spricht und meinetwegen auch aus Deutschland kam, vielleicht sitzt er nicht in Deutschland, das weiß man ja immer nicht bei den Betrügern, aber das ist auf jeden Fall auch eine alte Masche, die wohl heute immer noch funktioniert. Traurig, obwohl diese Masche die meisten Leute kennen. Naja, aber es gibt halt eben Leute, die auch nach Gewinnspielen suchen, um sich dann anzumelden. Und dann warten die tatsächlich sogar auf diesen Anruf hier. Ja, und dann denken sie, wow, ich habe was gewonnen und da freut man sich drüber. Naja, das Problem ist, wenn man dann aber noch irgendwo was bezahlen muss, dann ist das Ganze ja kein Gewinn mehr. Ja, also bei einem Gewinn muss man nie irgendwo noch was zuzahlen. Ein Gewinn ist immer ein Gewinn. Also, aber es legen sich die Betrüger ja immer gerne so aus, wie sie es denn am Ende brauchen. Johann Kapellischer Apparat. Spreche ich mit Herrn Martin? Nee, mit Herrn Martin nicht. Das ist okay, mein Vorname. Ich bekomme einen Anruf von Europäischer Finanzbörse. Ja, wen möchten Sie denn sprechen? Ich möchte mit Herrn Martin Schröder Primel sprechen. Ja, Herr Schröder ist am Telefon. Okay. Wie ich sehe, Sie haben Interesse gezeigt auf unserer Plattform. Ja. Richtig? Da steht, dass Sie haben Interesse online zu handeln. Kryptowährungen. Aha. Ist es so oder nicht?
Ja, weiß ich nicht, Sie rufen mich doch an. Okay, also, genau darum bekommen Sie auch, dass ich sehe, dass Sie haben eine offizielle Anfrage gemacht auf die frankfurtische Börse. Mein Arbeit ist, Ihnen dabei helfen und alle richtigen Informationen zu geben über dieses Thema, ja? Mhm. Okay, sagen Sie bitte mir, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Haben Sie gemacht oder so etwas? Was denn? Also, Trading. Hm, das habe ich schon mal gemacht, ja. Hm. Haben Sie schon, okay. Wann haben Sie das gemacht? Womit haben Sie gehandelt? Mit Währungspaare, das ist schon eine Weile her. Okay, war das erfolgreich? Ach, ich würde sagen, durchwachsen, also zumindest habe ich kein Minus gemacht. Okay. Hier zur Zeit, Sie haben Interesse gezeigt, mit mathematischer Software online zu handeln, Kryptowährungen, stimmt? Na, da war irgend so eine Werbung, ja, da habe ich mich mal eingetragen. Ja. Und dann kam da eine Webseite, die kaputt war. Die Webseite war kaputt, warum? Ja, ging nicht, da war dann nichts, konnte mich nicht einloggen. Okay, also das kann sein, irgendwelche technische Probleme, da haben Sie irgendwas falsch gemacht. Aber wir können das ganz einfach erledigen. Ach, ich habe was falsch gemacht. Aha, da war ich wohl so blöd, meine Daten in die Werbung einzugeben und das Skript der Webseite dann auch noch richtig zu schreiben, ne? Also, das habe ich nicht gemeint. Das bedeutet, kann sein, Sie haben irgendwas falsch geklickt oder... Nö, ich habe auf Anmelden geklickt und dann stand da, ich soll mich registrieren, obwohl ich mich gerade eigentlich registriert habe. Okay, mache ja Folgendes. Ich werde einmaliges Passwort vorbereiten für Sie, wenn Sie das wollen. Und Sie können das ganz einfach zweimal einloggen, ja? Und danach diese Passwort ändern. Ist gut für Sie? Und Sie wollen ein seriöses Unternehmen sein? Also eine Bank darf auf gar keinen Fall ein Einmalpasswort erstellen. Also, wenn Sie ein Online-Banking gemacht haben, Sie bekommen ja, Passwort? Ja, aber nicht, von der, aber nicht von der Bank. Das Passwort, das vergibt man sich ausschließlich selbst. Und wenn man das dann verschlüsselt... Das bekommen Sie auch automatisch. Ja, dann bekommt man mehr... Passwort. Nee, da bekommt man kein automatisches Passwort. Das ist Quatsch. Was bekommt... Was ist falsch? Okay, sagen Sie bitte mir, was ist falsch? Ja, dass Sie ein Passwort selbst erstellen können. Das geht nicht. Das ist in Deutschland nicht legal. Also, ich kann... Warte kurz. Ich kann in meiner technischen Abteilung schreiben, dass Sie, persönlich Sie, haben Probleme mit Einloggen und unsere technische Abteilung macht für Sie einmaliges Passwort. Das bekommen Sie automatisch, womit Sie einloggen. Ja, habe ich Ihnen ja gerade erklärt. Eine technische Abteilung darf das nicht machen. Das ist illegal in Deutschland bei Bankgeschäften. Also, am Anfang sage ich Ihnen, das ist kein Bank, das ist Online-Handel, ja? Das ist ja das Gleiche. Auch die frankfurtische Börse. Nein, das ist nicht gleich. Ja, das ist gleich zu werten, das ist Finanzhandel. Okay, sagen Sie bitte mir, was für ein Interesse haben Sie, was kann ich für Sie machen, ja? Ja, eigentlich hatte ich Interesse an einem seriösen Unternehmen, aber da gehören Sie nicht dazu. Okay, haben Sie solche Meinung. Okay, wie Sie es wollen, also ich werde Ihnen nicht sagen, also das ist Ihre Entscheidung, sowieso ich respektiere Ihre Meinung, ja? Wie Sie es wollen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ja, dann respektiere auch, dass ihr Betrüger seid. Also, das ist unseriös, was ich jetzt gerade sage. Nee, unseriös seid ihr ja da mit eurem Saftladen. Ja, Sie sind unseriöses Person. Ja. Genau, so reagiert jede seriöse Bank. Das hast du aber toll gesagt. Mhm. Ich habe schon gesagt, das ist kein Bank. Ich dachte, du respektierst das, du Abzocker. Tja, da hat er wohl den Mund ein bisschen zu voll genommen. Denn letztendlich hat er es ja doch nicht akzeptiert, was ich so sage. Und naja, weil ich Abzocker sage, bin ich ja deswegen nicht gleich unseriös. Denn der Unseriöse ist ja er hier an der Stelle. Ja, aber das haben die Abzocker ja nicht so gerne. Tja, vielleicht weil man ganz einfach ins Schwarze getroffen hat. Denn was will man auch anderes erwarten, ne? Denn getroffene Hunde, die bellen logischerweise. Kennt man ja eigentlich aus jeder Lebenssituation. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Traurig. Aber ich habe euch noch was mitgebracht. Guten Tag, mein Name ist Lisa Brauer, ich bin wieder mit Rainer Zufall. Ja, Rainer Zufall hier, ja. Das ist der Rainer Zufall, ich höre nämlich von den Plattformen, die Sie online geöffnet haben. Und ich wollte Sie kurz fragen, was für einen Tag möchten Sie bei uns die Plattformen neu starten? Können Sie Ihr Mikrofon mal irgendwie so machen, dass man Sie auch versteht? Verstehen Sie mich? Jetzt ja. Super. Wie gesagt, ich melde mich von Bitcoin und ich wollte Sie kurz fragen, mit was für einem Betrag möchten Sie bei uns neu starten? Mhm. So fängt man heute an bei so einem Gespräch? Okay. Wirkt ja sehr seriös. Sie haben doch die Plattform online geöffnet. Ja, nee, das ging ja nicht. Ich habe mich ja in der Werbung angemeldet und dann kam da Undefinet oder irgendwas stand da und es wurde nicht weitergeleitet. Und jetzt ruft ihr mich ja an und ich soll gleich Geld einzahlen und weiß nicht mal wo. Ist ja sehr seriös. Bei Bitcoin, bei den Plattformen, habe ich schon gesagt.
Ja, aber nicht die Webadresse, den Firmennamen nicht. Bitcoin Buyer ist besser zu sagen, Bitcoin Profit. Aha. Ja, und wie ist die Firmierung? Bitcoin Buyers. Ja, aber die Firmierung. Bitcoin Profit und Bitcoin System heißt die Plattform. Ja, und weiter? Wie heißt die Firma? Haben Sie schon Interesse, Herr Zufaller? Da nicht. Bitcoin Profit, habe ich schon gesagt, mehrmals. Ja, und aber wie ist die Firmierung am Ende? Bitcoin Profit ist ja nur die Firma, aber nicht die Firmierung. Die Plattform heißt so, ich weiß nicht, für was Sie mir ganz genau jetzt fragen. Also Sie rufen mich an und sagen dann, Sie können meine Fragen gar nicht beantworten. Mensch, das ist ja seriös. Okay, Herr Zufall, ich glaube, Sie haben nicht so viel Interesse, wie ich das sehen kann. Aha, also Sie sind unseriös und werfen mir denn Desinteresse vor. Okay. Aha, ich bin unseriös. Okay, ich entschuldige mich dann für die Störung. Vielleicht finden Sie jemanden, der seriös ist. Ja, putzen, alles aber vergessen Sie sich nicht, die Zähne zu putzen bei dem Scheiß, den Sie labern. So, das Betrüger. Haben Sie. Ja, super. Betrüger. Super. Betrüger. Mhm. Abzocker. Schämt ihr euch eigentlich nicht für das, was ihr da so macht? Menschen betrügen und ausnehmen? Ja, und dann war sie natürlich irgendwann weg, logisch. Aber, tja, das ist halt immer wieder so ein tolles Markenzeichen für Betrügerunternehmen, dass sie eigentlich sich nicht mal rausreden können. Die sagen immer nur, dass sie das nicht toll finden, wenn man das sagt, aber die können auch keine Gegenbegründung liefern. Ich meine, die nette Tante hier konnte mir nicht mal sagen, was sie für eine Firmierung hat, also GmbH, Aktiengesellschaft oder wie auch immer. Tja, an den einfachsten Sachen hapert es dann schon immer mal wieder, an den tollen Kakerlaken, die wir hier dran haben. Aber was will man eben großartig auch erwarten, ne? Letztendlich sitzen da einfach Leute, die gar keine Ahnung haben von dem, wovon sie da überhaupt reden. Und es soll sich alles nur irgendwie so halbwegs nach professioneller Firma anhören. Aber sobald man nur eine Frage stellt, ist es meistens schon vorbei. Oftmals legen sie ja auch direkt auf, sobald man eine Frage stellt. Die hat es hier noch ein bisschen versucht, aber letztendlich, naja, weiß ich nicht, was er daraus unterm Strich dann gewonnen hat. Zu gewinnen gab es ja hier nichts. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Naja, machen wir mal weiter. Hallo, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Lisa Bauer und ich melde mich von den Plattformen, die Sie online geöffnet haben. David mit Herr Stär. Wie bitte? Ich verstehe Sie ganz schlecht. Und ihr hört jetzt hier auf jeden Fall auch nicht falsch. Es ist in der Tat die gleiche Dame. Nochmal. Vielleicht ist es dem einen oder anderen hier schon im Video aufgefallen und auch in der Schnipselparty von gestern. Ich benutze hier ziemlich viele Namen, die ihr mir in den Kommentaren mal vorgeschlagen habt. Habe ich ja alles immer schön aufgeschrieben. Und ja, das sind jetzt hier so viele kleine Überbleibsel davon. Ja, und exakt nach diesem Gespräch war die nette Tante nochmal dran und hat nach dem nächsten Typen gefragt. Die Tonqualität ist aber genauso schlecht wie vom ersten Gespräch. Herr Scher, spreche ich bitte. Nee, mit Herr Scher, mit Herr Scher, aber nicht mit Herr Scher. Nein, Scher. Ja, Herr Scher. Okay, sehr schön, Sie zu erreichen, Herr Scher. Ich melde mich von den Plattformen, die Sie online geöffnet haben, und ich wollte Sie kurz fragen, mit was für einem Betrag möchten Sie bei unserer Plattform neu starten? Was denn für eine Plattform? Für Bitcoin. Bitcoin ist doch keine Plattform. Bitcoin ist eine Währung. Genau, aber für die Plattform Bitcoin Profit. Ach so. Ja, kenne ich nicht, sagt mir nichts. Sie waren doch online. Nö, ich habe mich gerade bei so einer Werbung angemeldet und dann kam da ein Fehler mit 404. Hat man eure kriminelle Saftbude wahrscheinlich schon platt gemacht, ne? Macht Spaß, in so einem betrügerischen Unternehmen zu arbeiten? Haben Sie... Auch witzig. Die fängt an zu reden und legt währenddessen auf. Also, sie hat hier das Gespräch beendet. Die Leitung war dann tot. Keine Ahnung. Also, sie hat auf jeden Fall auch jetzt nicht nochmal aus Freundlichkeit zurückgerufen, um das Ganze irgendwie aufzuklären, warum die Leitung weg war. Naja, logisch. Aber Argumente haben sie ja sowieso nicht, die Betrüger. Deswegen würgen sie sich lieber selbst ab, bevor sie sich noch weiter blamieren, denke ich mal. Herr Gerald, ja? Ja, aber der Nachname, nicht Gerald, Gerald-Vorname.
Entschuldigung, Herr Thielein, ja? Ja. Okay. Herr Thielein, ich bin Regina Meyer, ich bin persönliche Kontoberaterin und ich habe gesehen, dass Sie haben Interesse mit Online-Kreditverhandlung, ja? Also Callcenter-Mitarbeiter. Mit Ethereum, mit anderen Coinen, ja? Hm. Also, ich habe gesehen, dass Ihre Handelskonto ist nicht aktiviert und ich bin dabei zu helfen, okay? Mhm. Hallo? Ja, hallo. Okay. Vielleicht, Sie haben gesehen, Video oder gelesen über das, ja? Und Sie haben eine Besetzung gemacht. Wissen Sie das, ja? Für diese Aktivation, Sie müssen Minimalinvestition machen, ja? Das ist von 250 bis 1.000 Euro, ja? Ja, aber ich wollte mir jetzt erstmal einen Döner kaufen gehen. Wie bitte? Ich sagte, ich wollte mir jetzt einen Döner kaufen gehen. Musst du später anrufen. Okay, um wie viel Uhr haben Sie Freizeit? Was? Um wie viel Uhr haben Sie Zeit? Machen wir so 18 Uhr. 18 Uhr? Hm. Aber, okay, kein Problem. Ja. Okay. Ja, und soweit ich weiß, hat die nette Tante dann keine Lust gehabt, nochmal anzurufen. Und das, obwohl ich ja ihr schon angeboten habe, dass sie bei mir nochmal eine Chance bekommt. Und ich nur lediglich jetzt gerade keine Zeit für die nette Tante habe. Ich meine, das kommt ja auch mal vor. Ja, aber was will man da halt eben auch großartig erwarten? Sicherlich haben die nicht mal irgendeine Möglichkeit, da irgendwas großartig hinzuschreiben. Herr Steinchen, guten Tag. Weiterfunk am Telefon bezüglich Bitcoin-Handel an der Börse. Und Sie arbeiten am Feiertag? Ja, natürlich. Mhm. Und Sie? Also Sie wissen schon, dass am Feiertag die Börse zugehört hat. Also doch, arbeiten wir. Wir haben zu viel Kunden und müssen kommunizieren. Aha. Naja, dann erzähl mal. Ja. Okay, sagen Sie bitte, bezüglich Bitcoin-Handel. Das ist bei Ihnen noch interessant aktuell. Ja, schon, ja. Hm. Also, okay. Sagen Sie bitte, was interessiert Sie genau? Ich weiß jetzt nicht, was Sie von mir wollen. Sie rufen mich an und... Keine Ahnung. Ja, Anfang Oktober haben Sie sich bei uns angemeldet. Es geht um Börsenhandel allein. Sie haben verschiedene Finanzprodukte, deshalb frage ich, was für Sie persönlich interessant ist. Aktien, Rohstoff, Kryptos, Devisenmarkt, oder? Und wie heißt die Seite, wo ich mich angemeldet habe? Golden Gate Global. Und wann habe ich mich da angemeldet? Anfang Oktober. Und da rufen Sie jetzt an. Kann sich ja gar keiner mehr daran erinnern. Ja, ich habe sich angemeldet, Ihre Kontaktdaten hinterlassen und Ihr Konto bleibt nicht aktiviert, das kann ich vorprüfen. Achso. Sagen Sie bitte, wann möchten Sie Ihr Konto aktivieren und den Handel beginnen? Ja, weiß ich nicht, also bei Ihnen auf jeden Fall nicht. Wie bitte? Ich sage bei Ihnen auf jeden Fall nicht. Ja, ja, bei uns ist das Konto nicht aktiviert. Ja, richtig. Bitte. Ja. Wann haben Sie das letzte Mal Ihr Konto besucht? Ja, bei Ihnen gar nicht mehr. Wie gesagt, bei Ihnen zahle ich kein Geld ein, bei Betrügern. Ja, ja, es bleibt nun. Alles ist richtig. Okay, und ich möchte fragen, wann möchten Sie das machen? Oder haben Sie vielleicht die Fragen? Eieiei, also mit Intelligenz hat es nicht viel zu tun. Warum? Naja, also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was man dazu noch sagen soll. Ja, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen per Mail einige Informationen schicken, Sie werden lesen. Dann sollten Sie entscheiden, ob das für Sie noch interessant ist. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Naja, und was machen wir weiter? Was? Was machen wir weiter mit Ihnen? Nee, also können Sie mir da mal einen vernünftig deutsch sprechenden Mitarbeiter geben, weil Sie versteht man gar nicht. Das ist ja absolut Kakerlake. Verstehen Sie mich nicht? Nee. Oder was meinen Sie? Habe ich doch jetzt schon beantwortet, oder nicht? Hallo. Ja, hallo. Ja, hier. Tja, genau. Also, ich verstehe nicht richtig. Oh Mann, ich verstehe immer nicht, dass die wirklich in Deutschland anrufen, währenddessen die überhaupt nicht mal ansatzweise ein kleines bisschen Deutsch können. Naja, aber das Übel, das geht jetzt natürlich noch ein Stückchen weiter. Hallo. Hallo. Ja. Ludo. Was denn? Guten Tag. Das ist Chris am Apparat von Bitcoin System.
Ich sehe das, Sie haben sich bei uns registriert. Ja, und wie möchten Sie sprechen? Ludolf Lügner. Ja, Herr Lügner, ja, genau. Ja, Herr Lügner. Lügner. Okay, kann ich mit Ihnen sprechen? Ja. Ja, was denn? Okay, sind Sie interessiert, Ihr Konto zu aktivieren, Herr Lügner? Ja, was denn für ein Konto? Sie haben ein Konto bei uns erstellt für die automatische Bitcoin-System. Aha, okay. Okay. Sind Sie interessiert, Ihr Konto zu aktivieren? Ja, weiß ich nicht. Was, erzählen Sie doch mal was. Sie sagen ja nicht mal, von wem okay. Sie anrufen, was Sie für eine Firma sind, was Sie machen, was ich da aktivieren soll. Sie erzählen ja gar nichts. Ich schicke Ihnen eine E-Mail mit alle den Anweisungen. Nee, da okay? Guck ich nicht rein, nein. Herr Lügner, warum verschwenden Sie unsere Zeit an? Bist du bescheuert? Du rufst mich an und verschwendest meine Zeit. Ja, aber Sie haben ja Daten hinterlassen auf unserer Webseite. Nee. Ich habe meine Daten nicht hinterlassen. Nee, das stimmt nicht. Ich habe meine Daten in der Werbung angemeldet und nicht auf eurer Webseite. Das ist ja Quatsch. Schon immer beeindruckend, dass die Mitarbeiter gleich irgendwie ein bisschen brastig werden und einem erzählen wollen, dass man die Zeit von denen verschwendet. Ich meine, letztendlich rufen die bei mir an und bei euch im Einzelfall. Also da frage ich mich immer, wer wessen Zeit verplempert? Ich meine, die haben ja überhaupt gar keine Erlaubnis, überhaupt anzurufen, finden das Ganze aber dem Anschein nach wohl immer wieder seriös, was sie da machen. Oh, 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 ich find's traurig. Einen Anruf habe ich euch noch mitgebracht heute. Oh, guten Tag. Ich heiße Klaus Lee, ich rufe von Internationale Investmentbank Tower Source. Haben Ihr Daten auf unserer Handelsplattform hinterlassen, mit uns automatisch Software zu handeln. Und nee, meine das stimmt nicht. Noch einmal bitte? Ich sagte, das stimmt nicht. Sagen Sie bitte, heißen Sie Rudolf? Das ist mein Vorname. Scher? Ja, das Herrscher ist mein Name, ja. Und Sie haben sich auf unser Handelssystem Swiss Method API Offer registriert. Nein, das ist falsch. Ich habe mich auf einer Werbung registriert. Und wo haben Sie sich registriert? Ja, auf einer Werbewebseite, Swiss Method. Ja, und jetzt, Sie können mit unserem Unternehmen automatisch handeln und Geld verdienen. Ach so. Ich habe Ihnen schon ein E-Mail gesendet, der heißt TowerSource Account von Klaus Lee. Dort gibt es große blaue Taste Login, die Sie können immer klicken und unsere Plattform und Ihr Konto öffnen. Auch dort gibt es Ihr Login, temporäres Passwort und meine E-Mail-Adresse, Sie können mir immer schreiben. Aber Ihr Mikrofon ist scheiße eingestellt, man kann Sie kaum verstehen. Gut, können Sie einfach überprüfen, ob Sie mein E-Mail bekommen? Haben Sie mir gerade zugehört? Hallo? Hallo, ja? Ja. Sie hören mir nicht zu. Ich habe gesagt, Ihr Mikrofon ist scheiße. Mikrofon was? Ja, ist scheiße. Ist kaputt, im Arsch. Aber Sie hören mich und ich höre Sie. Ja, ich höre Sie aber ganz schlecht. Gut. Können Sie bitte einfach überprüfen, ob Sie mein E-Mail bekommen? Und kann Sie, gleich nachdem Sie Ihr Mikrofon ausgewechselt haben. Okay. Aber das stört nicht ein E-Mail lesen oder schreiben. Doch, das stört mich auch. Sie können einfach per E-Mail besprechen alles. Nö. Sagen Sie bitte, warum? Ja, weil ich keinen Bock auf E-Mail habe. Sie haben kein E-Mail bekommen? Ich habe keinen Bock auf E-Mail, habe ich gesagt. Und Sie haben Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, rudolfscher@mdccvun.de. Tut es eigentlich weh, so einen Quatsch zu erzählen?
Empfehlen? Kannst du eigentlich ein Wort Deutsch frei oder musst du alles ablesen? Sie haben Ihr E-Mail hinterlassen und ich habe Ihnen ein E-Mail gesendet. Ja, genau. Wunderbares Deutsch. Ich frage mich, wie man solche Leute da überhaupt ans Telefon setzen kann. Macht man damit Geld, ja? Mhm. Meine Intelligenz ist ja was anderes. Aber wir haben auch schon mal gesprochen miteinander. Ich glaube, 2 oder 3 Stunden lang sogar. Mhm, gut, gut. Okay. Und was gibt's so Neues? Ja, dann ja. Kann ich Sie später anrufen oder was? Nee, oder jetzt bin ich ja hier. Gut. Ja, und dann legt er einfach auf. Also, Wahnsinn. Was wollte der überhaupt von mir? Ich meine, der hat ja überhaupt nicht mal ansatzweise verstanden, worum es da überhaupt geht. Also, was ich ihm sage und, weiß ich nicht. Also, mit dem Typen bin ich ja tatsächlich ein bisschen überfordert, weil was macht das für einen Sinn? Also gar keinen, nicht mal ansatzweise, nicht mal ein bisschen. Also das macht nicht mal Sinn, wenn man sich Mühe gibt, den Sinn zu suchen. Aber naja, gut, dann müssen sie halt solche Leute da hinsetzen und es werden hoffentlich viel, viel weniger Menschen dann am Ende betrogen. Also das kann ich mir auf jeden Fall immer nur so wünschen, dass es dann auch tatsächlich so ist. Wie es dann am Ende ist, naja, das ist halt immer so ein Problem. Ne? Es werden ja Leute betrogen. Das ist halt das Dramatische an der ganzen Geschichte. Ich hoffe, euch hat die Schnipselparty wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ja, wer möchte, findet jetzt hier noch eine Playlist mit noch mehr Videos auf dem Kanal für ja, noch weitere schöne Kakerlaken am Telefon. Ja, die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal.